Und jetzt alle zusammen. Eins, zwei, drei. Herzlich willkommen zum Röder Schlachthof. Ich sehe da schon wieder bei Leuten unten, die hocken da, so. Wenn du so da hockst, ne, und willst klatschen, du brichst dir beide Hände. Ne? Also, ich will wirklich. Deswegen, ihr müsst immer eine farbfernsehgerechte Körperhaltung einnehmen. Das ist mir ganz wichtig, weil ich nehme das ganze Material dann auch nachher mit nach Köln. Und wir brauchen bei so RTL-Sendungen immer mal wieder so Publikum. Das schneiden wir dann einfach irgendwo in irgendwelchen Fernsehsendungen rein. Nee, es kann dann so sein, wenn ich da so drüben gucke, ne, dass du zum Beispiel irgendwann beim Schollenfest von Bauer sucht Frau auftauchst. Zum Beispiel. Das kann, ne, das kann passieren. Da fragen sich einige, dürft er das? Ja, der dürft das. Und er soll es sogar. Empfangt ihn mit einem riesen Applaus. Hier ist mein wunderbarer Kollege Freddy Bräunig. Servus. Ja, da bin ich nicht froh, dass er das gesagt hat mit der Ekstase. Sonst werden sie wieder untergeguckt. Ne? Hof, Grundschule, eine Grundschule in Hof in Oberfranken. 3/4 der Schüler können kein Deutsch. Und dann wundern sich die Leute, wo ich sage, das hat er mir vor 30 Jahren bei uns schon. Gehen wir in die Walddörfer auf. Schmollwasser, gut, die haben es gekönnt. Das war das Viertel praktisch. Dann Langeleide, Waldberg, Sandberg, die haben kein Deutsch gekönnt. Und da wundern sich die Leute, so was ganz neu wäre. Wir kennen uns damit aus. Caroline Runzloch, zeig mir doch dein Brunzloch. Kennt ihr das noch? Ey, sowas kannst du heute nichts mehr singen. Das ist eine Dreckigkeit, oder? Und damals die Carolines, die Weißbille, die haben sich verreckelacht, jawohl. Und die waren selbstbewusst und haben gleich zurückgegeben. Caroline heiße ich nicht und mein Brunzloch zeige ich nicht. Nein, über sowas redet man nichts mehr, sowas möchte man nicht. Ich höre damit jetzt auf. Ja, der Martin. Grüß dich. Grüß dich, Eustach. Ja, Eustach. Was erzählst du wieder? So hat er mich auch noch nicht gesehen. Ne? Du, die Leute haben gesagt, du hast, weil ich keine Uhr. Ich brauche keine Uhr. Heute also, Nacht bin ich in 2:45, war es fast 2:45 bin ich heim. Ha. Hab mir das Fenster aufgerissen vor die Küche und hab noch einmal ein Liedl ausgespielt. Du bist verrückt. Ja. Ja und? Oh, ich sag dir eins, es dauert keine 5 Minuten, geht mein Nachbar übers Fenster auf und schreit raus, sag mal, was für Blödel spielen sie noch in 2:45 Musik. Martin Wachenbrunner! Dankeschön! Freddy Bräunig und Martin Wachenbrunner. Wie ist das? So, das muss ich vielleicht noch kurz erklären, Leute. Es ist ja so, wenn ihr jetzt so die Band anguckt, mach mal ein bisschen Licht auf die Band. Das ist ja rein gesichtstechnisch. Also rein gesichtstechnisch. Ja, ne? Durchschnitt. Ne? Die können Musik spielen, aber. Ne? Und deswegen haben wir gesagt, wir müssen das alles optisch noch ein bisschen aufwerten. Deswegen haben wir. Juliana und die Lea Claire, die werden heute mit uns versorgen. Deswegen einen Riesenapplaus für die beiden nochmal. Weil das Ganze, ja, das Ganze muss ja optisch auch ein bisschen zusammen was wieder anschauen. Nico, ne? Hast du das mit den Damen noch abgesprochen? Weil vorhin hast du das genau andersrum gesagt zum Folge. Ja, gut, aber irgendwie musste ich euch ja überzeugen, dass ihr überhaupt spielt. Deswegen, das ist schon in Ordnung. Wie führten ihr euch auf da hinab? Das ist da unten los. Meine Güte, Hulda. Entschuldigung, hier ist gerade eine Veranstaltung. Aber schöner Mann, haben sie. Was? Hier ist gerade eine Veranstaltung. Wo denn? Hier oben. Hast du Feuerei gemacht? Es ist eine besinnliche Zeit, Weihnachtszeit. Ja, aber es wird nachher erst durchgeputzt. Das dauert so bis 11:30. Nehmen wir müssen noch ein bisschen Reim auch jetzt vorne weg. Grüß dich, Sula. Extrem. Hä? Wenn wir waschen, wird doch sowieso nichts. Oder? Ja, wird nichts, Rena. Namt? Schöne Karriere daheim. Hulda? Ja. Schöner Mann sind da. Geh ja, ganz schöner Mann. Schöner Mann. Jetzt du. 50 Euro. Oh, wir müssen mal mit dem. Hast du das dabei? Hulda, dabei. Vorher ist mein Mikrofon gegangen, jetzt geht deins mir. Ja, ist richtig, ich habe schon gemerkt, das war ich auf der Bühne, dass sie mich wenigstens sahen. Okay, gut, ich komme an, darf ich? Wenn sie mich nicht hören, müssen sie mich wenigstens sahen. Einwandfrei. Ich komme zu dir. Da sitzen auch schöner Mann, grüß die Hulda. Euch. Noch schönerer. Schön. Was machst du denn halt für ein Gesicht? Ich mache ein Gesicht. Na klar. Wenn ich das könnte. Was gehört, da hätte manch einer schon ein neues. Das kannst du gewiss. Und warum bist du so grandig schon die ganze Zeit? Mache mein Auto. Was ist denn da? Jetzt brauche ich auch noch neue Winterreifen und Downies und alles. Was du noch brauchst, eine neue Kupplung, was die für Krawall jetzt gemacht hat? Das kann nicht sein. Warum? Weil ich die nicht benutze. Bist du halt wieder gescheit? Wahnsinn.
Wahnsinn. Ja, das sagt meine Mauer immer. Mhm. Da hält sicher für den Gescheitsten und für den Öllegrüsten. Hat er doch neulich zu mir gesagt, Frieda, ich käme ohne ihn gar nicht zurecht, was ich immer machen würde, wenn er nicht mehr da war. Mhm. Ich habe es nicht gesagt. Was? Ich habe gesagt, starb erst einmal, dann sind wir wieder. Wie schön war es doch früher. Wir haben zusammen einen Liebesfilm geguckt. Du hast mich zärtlich in einen Arm genommen. Du hast mir ab und zu ein Küssler gegeben. Hast mir manchmal zum Abschluss in einen Nacken geknabbert. Ja. Auf einmal geht er ab und steht auf und geht ab. Ich so, wo willst du jetzt hin? Meint, ich geh in ein Bad und hol meiner Zähne. Hast du es gut, Frieda? Mhm. Deine bemüht sich wenigstens noch. Bei mir ist im Schlafzimmer tote Hose. Ich muss schon zu Hilfsmitteln greifen, Frieda. Na. Ja. Ich habe mir das zugekauft. Oh. Ich habe mich alles beraten, welche die Farben. Ich meine, Rot ist jetzt nie so meine Farbe und Schwarz ist, weißt du, auch nicht. Frieda, ich habe mich für Gelb entschieden. Guck her, ein leuchtendes Gelb, unfein durchsichtig. Ach, schön. Ach, schön, jetzt kommt's. Ich liege oben, gelb und durchsichtig in meinem Bett. Kommt er zur Tür rein, guckt mich an. Ich sag, und, was fällt dir dazu ein? Meide gut, dass du mich erinnerst, die gelben Säcke müssen aus. Und weißt du, wenn ich in einen Spiegel guck, dann denke ich immer, ich gönn's nach. Ja. Silvia Otto und Doris Motschmann. Frieda und Hulda. Schön, dass ihr da seid. Grüßt euch. Servus. Hallo. Hier ist für euch die Kesselfleischbowle. Hervorragend. Riesenapplaus für die Band natürlich auch wieder, ist ja klar. Die Kesselfleischbowle, für die, die es noch nicht kennen, ist was ganz Besonderes aus der Region. Die ist beim Schlachthof vor 5 Jahren entstanden. Das ist im Endeffekt, liebe Doris, liebe Silvia, Kesselfleisch, Suppe, mit Nierlicht drin und alles Mögliche. Ich belasse es bei alles Nierlich. Mögliche, das ist besser so. Nierlich. Was? Hirn. Hirn. Nieren. Nieren. Ach, ich dachte Hirn, dann hätte ich meinen Mauhaar geschickt. Nee, Hirn. Er dachte, er kann mit dem Fahrrad herfahren, weil er wohnt in München, aber... Das wurde dann leider nichts und trotzdem ist er heute hier, vielleicht aber auch gerade deshalb. Er ist gestern mit dem Fahrrad losgefahren, heute Abend ankommen. Er ist ein wenig durchgeschwitzt, aber er freut sich tierisch, dass er da ist und ich möchte, dass ihr richtig Lärm macht für den nächsten Künstler. Hier ist für euch Simon Pierce. Dankeschön. Und jetzt singen. Check den Scheiß. Back in Black. Servus. Geht's euch gut? Das ist doch schön. Ja, wir Oberbayern sehen mittlerweile so aus. Das ist der Klimawandel. Der ist da. Naja. Es ist wichtig, Humor ist was sehr Wichtiges. Gerade in meinem Leben spielt es eine große Rolle. Ich versuche viel mit Humor zu lösen und es ist nicht überall so wie hier. Man kommt hier viel rum. Und ich habe jetzt 5 Monate, musste ich das Bayernland verlassen und habe in Siegen gelebt. Kennt jemand Siegen von euch? Ja, wirklich. Warst du auch da? Ja, sei froh. Alles richtig gemacht. Er war nicht da. Ich war in Siegen, wirklich. Ich habe einen Grund, warum ich in Siegen war, um die Stimmung wieder zu heben. Ich bin Vater geworden. Hey. Ja, danke schön. Ja, wir vermehren uns auch. Ich habe mal gespielt in München auf einer Bühne und die war ein bisschen niedriger als hier, aber trotzdem, in der ersten Reihe saß ein Typ, der war riesengroß. Der war sitzend so groß wie ich auf der Bühne stehend. Wirklich, ich bin jetzt nicht der größte Mensch auf der Welt, aber trotzdem, es war schon irgendwie furchteinflößend. Und ich habe den die ganze Zeit beobachtet. Also ich habe auch für die anderen Leute gespielt natürlich, aber ein Auge war immer bei diesem Riesen. Ja, ich konnte den nicht aus dem Blick lassen. Und dann habe ich irgendwann kurz unterbrochen und meinte, sag mal, Alter, wie groß bist du denn? Da sagt er, 2,28 Meter. Da habe ich gesagt, weißt du was? Sowas wie dich hätte man früher mit der Fackel aus dem Dorf gejagt. Dann sagt er zu mir, aber du wärst die Fackel gewesen. Ich mag sowas, ich finde das gut. Dankeschön. Ich werde wirklich, man wird wahnsinnig oft von der Polizei kontrolliert, zumindest in Oberbayern, wenn man so ausschaut wie ich. Ihr dürft es mal ausprobieren. Malt euch mal schwarz an. Einmal erlaube ich es euch noch, ja, und dann setzt euch in ein Auto und fahrt mal Richtung München. Ihr kommt nicht weit. Spätestens nach 20 Minuten kommt die erste Polizeikontrolle. Ist immer so. Ich will gar nicht rumschimpfen, ich habe kein Problem mit der Polizei, aber es ist einfach so. Meine Polizeikontrollen sehen meistens so aus. Polizisten kommen ans Fenster, klopfen. Sag ich, ja, hallo. Dann geht schon so los. So, grüß Gott. Was haben wir denn für Drogen dabei?
dabei? Sag ich immer, ist die Frage nicht erstmal, ob ich Drogen dabei habe? Du, geh nicht frech werden, junger Mann. Ganz, ganz wichtig Tipp für euch, bayerische Polizisten, wenn böse werden, dann spielen die immer an ihrem Hosenbund rum. Ja? Das ist wie das Drohgähnen bei Pavianen. Da muss man aufpassen, das ist die erste Warnung. Du, geh nicht frech werden. Sind wir mit einer allgemeinen freiwilligen Drogenkontrolle einverstanden? Sag ich, wenn nicht, dann nehme ich dich mit aufs Revier und zapf dir Blut ab. Sag ich, gut, dann bin ich eben einverstanden, aber darf ich fragen, warum ich? Weil, das ist halt eine Stichprobe. Sag ich, ja gut, aber die Stichprobe trifft jetzt in der letzten halben Stunde schon zum fünften Mal mich. Ja, mei, die Würfel fallen, wie sie fallen, nimmft. Wie sagt man? Rasterfahndung. Das gefällt euch. Und dann ist man eben einverstanden. Und allgemeine freiwillige Drogenkontrolle, das klingt ja harmlos. Das kennen wir alle so auf einem Bein stehen, an die Nase fassen, bis 100 zählen von der Alkoholkontrolle. Aber da gibt's eben noch ein Upgrade. Und ich kann euch sagen, es gibt nicht viel Demütigenderes, als auf der Hauptstraße zu stehen, mit runtergelassenen Hosen. Und hinter sich dieses Geräusch zu hören, wenn PVC-Handschuhe über Polizistenunterarme gerollt werden. Da bekommt der Begriff Stichprobe eine ganz andere Bedeutung. Mittlerweile, wenn ich bayerische Polizisten auf mich zukommen sehe aus der Ferne, dann hole ich immer schon mal meinen Personalausweis raus, mach meine Hose auf. Keine Angst, in der ersten Reihe, Sie dürfen den Mund offen lassen, ich deute das nur an. Hole ich meinen Ausweis raus, lass meine Hosen immer schon runter und sag, so Herr Wachtmeister, ich wäre dann schon mal so weit. Na, Dankeschön, das war's von mir. Merci. Simon Pierce. Sauber. Das ist tatsächlich euer Ernst. Ja, gut. Das ist unser Ernst, ja, hau nein. Nicht den ganzen Pfeffer, es ist aber... Fremde Kulturen, man muss sich ja einlassen auf sowas. Thema Schlachthof, habt ihr geschlachtet daheim? Auch? Mein Vater hat geschlachtet tatsächlich, ja. Mein Vater war ein richtiger Afrikaner, also doppelt, dreifach so viel wie wir beide, wirklich. Und ich bin in so einem Vorort von München aufgewachsen und da hat man nicht geschlachtet. Es war so gut bürgerlicher Vorort, da hatten die Leute halt irgendwie einen Golden Retriever oder Kanarienvogel oder so oder die Verrückten vielleicht einmal eine Schildkröte und wir hatten halt immer noch irgendwie Hasen und Hühner und Truthähne da rumrennen. Manchmal sind die auch durch den Zaun abgehauen und dann sind meine Schwester und ich, die einzigen zwei schwarzen Kinder im Ort, mit Unterhosen irgendwie den Hühnern auf der Hauptstraße hinterhergerannt. Das sah auch schon gut aus. Und mein Papa hat die dann immer bei uns im Garten hier geschlachtet. Hat die dann so am Kinderschaukelgerüst an den Beinen die Hasen aufgehängt und dann pratz, mit dem Hammer drüber und mit dem Messer aufgeschlitzt. Naja. Sah interessant aus wahrscheinlich. Es sah interessant aus, hat mich sehr viele Freundschaften gekostet. Ja. Ich habe selten Besuch gekriegt seitdem. Hier sind für euch die Original-Steinberg-Sänger. Viel Spaß. Zum Röner Schlachthof sind wir heute alle da. Begrüßen unsere Gäste von fern und nah. Wir haben gern an euch gedacht und einen Vortrag mitgebracht. Mit Freude und mit Heiterkeit, denn jetzt ist Steinberg-Sängerzeit. Da stellen wir uns gleich mal vor. Also das ist unser Matteo mit seiner musikalischen Ader. Und das ist unser Raphael mit seiner poetischen Ader. Und das ist unser Opa mit seiner Krampfader. Ist deine Schwester schief und Mara, kriegst bestimmt Kick-Scheideschwacher. Gestern war ich in der Bäckerei. Wie dran war, habe ich gesagt, das Ding da bitte. Da sagt die Verkäuferin, das Ding heißt Schnecke. Da habe ich gesagt, okay Schnecke, das Ding da bitte. Beim Heimweg habe ich zum Raphael gesagt, wo rennst du denn hin? Ich muss zum Vortrag. Aber nachts um 10 Uhr hielt doch keiner mehr einen Vortrag. Da kennst du deine Tochter aber schlecht. Opa, du bist heute so traurig. Was ist denn los mit dir? Oh, die Oma will 4 Wochen nichts mehr mit mir reden. Ach, geh zu. Es geht doch auch vorbei. Klar, aber morgen ist es schon wieder soweit. Treffen sich zwei Schlangen. Fragt die eine, bin ich giftig? Fragt die andere, wieso willst du das wissen? Weil ich mir gerade auf die Zunge gebissen habe. Wir sind halt doch zwei echte Rettstabburbe. Und da sind wir daheim.
die Original Steinberg Sänger. Riesen Applaus! Raphael Matteo. Oh nein. Und der Erwin, komm zu mir auf die Couch. Komm her. Tob für ihn, es ist ein wunderbarer Kollege, macht richtig Stimmung. Hier ist für euch der Maxi Gstettenbauer. Burglauer, endlich in Burglauer! Meine Fresse, Google Maps hat euch nicht gefunden. Meine Fresse, ey. Da war ich natürlich in der Schule, war ich natürlich dann komplett der Arsch, als rauskam, dass ich Alfons im Namen habe, Alter. Meine ganzen Schulkameraden, ja, so reden die alle in Niederbayern. Alfons ist ja voll der Scheißname. Hab ich gesagt, ja, stimmt, hast recht, Kevin. Meine Mama hat jetzt Emojis entdeckt. Ich schlafe nicht mehr. Schreib mir jeden Morgen, guten Morgen, Schatz, furzendes Pferd. Du kannst Eltern mit der Technik nicht alleine lassen. Das geht nicht. Du guckst einmal nicht hin, schon sind die im Internet. Du bist stresst, du bist nervös, du heulst die ganze Nacht. Mein Großer, der ist jetzt 65, er macht mich wahnsinnig, ehrlich, das ist unfassbar. Aber wenn er dich einmal anlächelt, kriegst du alles wieder zurück. Meine Mama, die hatte vor 2 Wochen Geburtstag, ist mir heute eingefallen. Die liest gerade 50 Shades of Grey. Ich komme nach Hause, ich sehe das Buch bei ihr so am Tisch liegen und ich frage sie so, hey Mama, wie findest du 50 Shades of Grey? Und in meinem Kopf frage ich mich selber, wieso? Wieso will ich das wissen? Will ich nie wieder schlafen? Ich frage meine Mutter, hey Mama, wie findest du 50 Shades of Grey? Und sie, oh ja. Langweilig. Wenn deine Mama dir sagt, dass sie ein Buch über Sadomaso langweilig findet, dann siehst du die Inneneinrichtung mit ganz anderen Augen. Ja, du bist so. Ohne Scheiß, ich wollte die Pointe unbedingt bringen, solange die beiden Kids noch hier auf der Bühne sind. Ich wollte das unbedingt noch machen. Deswegen, hey, hier, vielen Dank, wir sehen uns gleich noch. Ihr seid ein super Publikum, okay? Dankeschön, ihr seid super, ihr seid der Hammer. Maxi Gstettenbauer. It's Christmas time. There's no need to be afraid. At Christmas time, we let the light on, we better say it. And in our world of plenty, we can spread a smile of joy. Throw your arms around the Christmas. Wo ist das Rezept geblieben von dem Pressack, den wir lieben? Wer hat das Rezept verschleppt? In der Weihnachtsmetzgerei gibt's so manche Sauerei. Zwischen Wurst und Käse, was ein lieber Käse, dort geh ich immer gerne rein. In die Weihnachtsmetzgerei, in die Weihnachtsmetzgerei. Wir machen eine kurze Pause und sehen uns in 20 Minuten wieder. Bis gleich. Dankeschön.